Es gibt einen einzigen Grund, warum 90% aller Trader an der Börse Geld verlieren. Ich werde dir in diesem Video zeigen, welcher das ist, warum das so ist und wie du genau diesen Fehler nicht begehst. Viel Spaß dabei! Und zunächst einmal möchte ich dir gratulieren. Ich möchte dir einfach gratulieren, dass du auf dieses Video geklickt hast, denn da weiß ich, dass du, sage ich mal, mit 80% Wahrscheinlichkeit früher oder später zu den Gewinnern gehören wirst. Warum ist das so? Warum bin ich mir da so sicher? Weil, wenn du auf das Video geklickt hast, wirst du zu ein von zwei Gruppen gehören. Entweder bist du noch ganz, ganz, ganz doll am Anfang, hast vielleicht erst vor 2, 3 Tagen das erste Mal was von Trading gehört oder gelesen. Das ist gut, weil da kann ich jetzt noch auf dich einsprechen, wie es richtig geht. Oder die zweite Sache ist, du bist schon seit, weiß nicht, einem Jahr lang oder seit 2 Jahren oder sonstiges dabei und bist quasi immer noch daran, stetig dich zu verbessern. Und da bist du auch auf einem super Weg. Also, okay, lass uns direkt mal auflösen, wie man erfolgreicher Trader wird und warum so viele Leute scheitern. Der einfache Grund ist, dass die meisten Leute viel zu zeitig aufgeben. Wenn ich mit dir wetten müsste, wie hoch wäre die Quote an Verlusttradern, wenn jeder Trader mindestens 12 Monate wirklich das Trading intensiv probiert, dann würde ich sagen, da sind auf jeden Fall nicht irgendwas von wegen 90% Verlustquoten der Trader, sondern vielleicht gerade mal 50%, aber maximal. Und deswegen zunächst einmal direkt jetzt hier der Appell, bleib geduldig und bleib vor allem dran am Ball. Wir gucken uns das mal als Graph an, wie ich mir das vorstelle, was ich damit meine. Ich stelle mir das stets so vor, wie jetzt hier mal als Schema, als kleiner Graph skizziert. Das Problem ist, die meisten Leute, so ging es mir früher nämlich auch und zum Glück habe ich da nicht aufgegeben. Die meisten Leute, die fangen an mit Traden, lesen sich irgendwas durch, denken, okay, gut, jetzt kann ich's, oder haben vielleicht 10 Videos gesehen, sagen, gut, ja, Trading verstanden, ich mache mir irgendwo ein Depot auf, tun Geld einzahlen, haben natürlich gar keine Erfahrung bisher gehabt, verlieren entsprechend Geld und sagen, ah, warte mal, Börse, das ist Betrug, jetzt höre ich wieder auf und schmeiße ins Handtuch letztendlich. Und das ist das große Problem, genau aus dem Grund ist, denke ich, die Statistik so hoch, dass halt die Trader Verlust machen, weil natürlich die Leute, die selbst mit bloß mal 2, 3, 4 Wochen an der Börse gewesen sind, auch die zählen natürlich in die Statistik mit rein. Natürlich die Leute, die jetzt dann hier über ein Jahr, vielleicht aber auch 2 Jahre schon dabei sind, da sehen wir doch direkt da automatisch, hey, man sammelt so viel Erfahrung, dass man da irgendwann, sag ich mal, immer noch Verluste nachhaltig macht, die Chance nimmt mehr und mehr ab letztendlich. Und mir ging es halt früher auch so. Ich hatte mir auch ein bisschen was angeeignet an Wissen, ein paar Bücher gelesen gehabt und dann dachte ich, okay, gut, ich bin ein cleverer Kerl, ich kann das. War einfach ein bisschen auch da, ja, sag ich mal, die Nase war zu hoch gewesen. Ich dachte, ich bin besser, als er eigentlich gewesen ist. Und nachdem ich anfänglich ein bisschen Glück gehabt habe, habe ich plötzlich auch angefangen, Verluste zu machen, habe das Depot auch wieder ins Minus gefahren. Und da dachte ich auch, okay, na, nee, das mit dem Trading ist doch nichts für mich. Ich muss irgendwas anderes letztendlich machen. Zum Glück habe ich damals dann wirklich die Entscheidung getroffen und gesagt, nee, warte mal, Christian, nach einem Monat höre ich jetzt hier nicht auf. Das kann es ja auch nicht gewesen sein. Ich gehe das jetzt intensiv nochmal richtig an. Ich sag mal so, nach ziemlich genau so hier 1 Jahr und 3/4 bis 2 Jahre rum, ab da an würde ich behaupten, bin ich jetzt zumindest in dem Bereich der profitablen Trader. Vorher war viel wirklich noch Verluste machen oder halt hier in dieser Phase viel Break-Even rumhandeln bloß. Aber ja, ungefähr so 2 Jahre. Und ich denke, da wirst du auf jeden Fall auch dazu gehören können. Ich habe auf der Finanzradar-Seite übrigens auch einen Trading-Kurs erstellt. Der ist komplett kostenfrei für dich. Klick einfach dazu auf den ersten Link in der Videobeschreibung, schau den dir gerne mal an, der ist über 10 Stunden lang, hat 42 Videos drin, da wirst du auf jeden Fall auch noch viel kostenlos lernen, wie man tradet. Reden wir nun also im letzten Punkt noch einmal darüber, wie du jetzt ein Gewinner wirst. Und das ist wirklich meine tiefste Überzeugung, deswegen ganz, ganz, ganz wichtig jetzt hier bitte, okay? Tipp Nummer 1, bleib im Spiel. Was meine ich damit? Genau den Punkt, den wir gerade eben die ganze Zeit schon besprochen haben. Bitte gib nicht nach 2 Wochen auf und denk, das ist zu schwierig. Ja, Trading ist schwierig. Das soll vielleicht auch so sein, weil es nicht für jeden einfach gemacht ist. Wir wollen allerdings hier quasi uns als positive Leute herausfiltern und dazu müssen wir am Ball bleiben, dazu müssen wir im Spiel bleiben. Was ich darunter auch übrigens verstehe, ist, dass wir halt kein Depot mal komplett auf Null fahren, weil wir dumme Trades machen. Das gehört auch dazu. Bleib dabei, dass du auch Kapital noch übrigens auch hast. Auch das ist sehr wichtig. Tipp Nummer 2, führe ein Trading-Tagebuch. Das ist der größte Knackpunkt, warum ich profitabel geworden bin, nachdem ich auch 1 Jahr, 1,5 Jahre vielleicht ungefähr nicht wirklich viel auf die Kette bekommen habe. Ich habe viel darüber notiert, was ich getradet habe, wie ich mich gefühlt habe und sonstiges. Und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, einfach bloß, dass ich eine Strategie für mich selber entwickeln konnte, die zu mir passt, die zu meiner Trading-Psychologie passt, die zu meinem Mindset passt. Und entsprechend das bitte auf jeden Fall auch machen. Und damit einhergehend auch Tipp Nummer 3. Bei uns hier auf unserer Finanzradar
Umgebung gilt Stop-Loss-Pflicht. Das heißt, wir wollen die Verluste klein halten. Das geht nur, indem wir immer einen Exit-Plan haben. Sowohl natürlich im positiven Sinne, wenn wir mal Gewinn machen, was natürlich richtig geil ist, aber auch mal im negativen Sinne. Gerade wenn man es schafft, seine sogenannten Drawdowns quasi, wie viel tue ich was von meinem Allzeithoch im Depot quasi nach unten weglaufen zwischendrin mal, das nennen wir Drawdown. Wenn man es schafft, diese Distanz so klein wie möglich zu halten, ist der Weg nach oben wieder umso kürzer und entsprechend aber auch umso leichter. Habe ich früher nicht wirklich verstanden. Für mich war das, ja, egal, das Ding wird schon wieder in den Gewinn laufen. Aber das ist das Falsche letztendlich. Man muss immer den Stop-Loss bitte setzen, einfach um die Verluste so klein wie möglich zu halten. Und wenn man mal einen Trade hat, der doch in Gewinn läuft, dann quetschen wir den Markt richtig doll aus. Dann gib mir mehr, wir lassen die Gewinne laufen. Ganz, ganz wichtig, okay? Tipp Nummer 4, Qualität über Quantität. Auch das ist ein Punkt, den habe ich früher nicht verstanden. Zum Glück hat sich das geändert. Teilweise habe ich früher 20 Trades am Tag gemacht. Einfach weil ich dachte, okay, als Daytrader muss man viel traden. Dem ist aber nicht so. Wenn ich heute über meinen Tag nachdenke, von vielleicht 3 Stunden, die ich aktiv bereit bin zu traden, tue ich vielleicht 10 Minuten lang wirklich bloß eine Position offen haben. Die anderen 2 Stunden und 50 Minuten oder so sitze ich eigentlich bloß davor und warte ab, bis ein richtig, richtig gutes Trade-Setup kommt, wo bei mir in meiner Strategie alle Punkte positiv erfüllt sind und ich wirklich dann entsprechend bereit bin, erst mein Geld zu riskieren. Irgendwelche halben Gurken, das können andere Leute machen. Wir tun bitte nur die hochwertigsten Trades, weil mit der höchsten Qualität, nur die tun wir bitte traden. Okay, alle anderen Gurken lieber mal weglassen, dazu tun wir unser Geld nicht rein riskieren. Und Tipp Nummer 5, wir brauchen ein Gewinner-Mindset. Was heißt das? Wir müssen direkt erstmal an den Markt rangehen und sagen, okay, ja, ich kann das schaffen. Wenn du da rangehst und sagst, ja, das ist viel zu schwierig alles und ich werde das eh nicht schaffen, da kommst du genau zum Teufelskreis. Du hast das falsche Mindset, dadurch machst du Verluste, die Verluste tun dich noch bestätigen, weswegen du dein Mindset bestätigst und dann machst du noch mehr Verluste und so weiter und so fort. Das wollen wir ja nicht. Wir brauchen ein Gewinner-Mindset, wir brauchen das richtige Mindset letztendlich. Und ich bin davon überzeugt, wenn man lang genug am Ball bleibt, wenn man die vorigen Punkte sinnvoll auch umsetzt, über eine lange Zeit, gibt es gar keinen anderen Weg daran vorbei, als dass man wirklich ein nachhaltig profitabler Trader wird. Entsprechend habt das mit dem Hinterkopf, bleibt da dran und gib nicht zu früh auf.